Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Gibu. Wir sind hier gefangen mit all diesen Planeten, mit all diesem Gedönse und Kitty ist nach wie vor begeistert. Sie rollt mit den Augen. Ja, okay, wir arbeiten heute mit Kitty. So sieht es aus in dieser Folge und ich gebe zu, ich habe ein wenig in die Lösung gelenzt, denn was mir vorher nicht aufgefallen ist, hier oben gibt es Tasten, die wir offensichtlich bedienen müssen und das auch nicht in irgendeiner Reihenfolge. Die Reihenfolge finden wir jetzt heraus. Das habe ich noch nicht nachgesehen, aber es erschloss sich mir erst nicht. Wir bewegen Kitty. Hallo, Kitty. Unsere Begleiter hier sind gerade beschäftigt. Unsere Begleiter, unsere hoffentlich zukünftigen Begleiter und jemand, der uns vom Bahnhof nachgelaufen ist. Na gut, also, die einzige Chance, die wir haben, ist das Bedienfeld. So, okay. Und man soll wohl hiermit die Möglichkeit haben, die Planeten zu steuern. Jetzt Reihenfolge weiß ich nicht so genau. Links, rechts, ab durch die Mitte. Wie wäre das denn? Okay, jetzt hat sich die Anzeige hier verändert. Und wenn ich mich nicht täusche, müssten sich auch die Planeten... Ja, sind die Planeten jetzt auch so umhergewandert. Deren Aufhängung hat sich verändert. Gut, also das funktioniert. Das ist super. Gut, dass wir gerade als Katze unterwegs sind. Kitty, das machst du ganz prima. Ui, die schaukeln aber ganz schön hin und her, ha? So, und dann drück bitte die Taste. Yes, okay, alles klar, wieder zurück. Warte mal, geht das vielleicht auch ein bisschen schneller? Kannst du direkt auf den Boden? Okay, sie verletzt sich nicht. Okay, Bedienfeld. Let's do this. So, okay. Hier wird es angezeigt, wohl als Anzeige, dass wir diesen Schritt jetzt geschafft haben. Oben links. Ja, müsste ja dasselbe Prozedere sein, oder? Jetzt frage ich mich allerdings tatsächlich, ob es irgendwie eine richtige Reihenfolge gibt. Oder ob man einfach nur alle drei drücken muss, alle drei Steine. Uranus. Und Neptun. Wie weit ist gerade eigentlich die Diskussion mit Neptun? So, und drücken bitte. Das war klasse. Geht das wieder direkt auf den Boden? Ist schon ein bisschen hoch, ne? Aber sie macht das ganz wunderbar. So, möchte ich mit irgendjemandem sprechen? Ach, Quatsch. So, okay. Ja, rechts, links, ab durch die Mitte. Zack. Oh, wie kann das hier funktionieren? Hängt das tief genug? Hängt die Venus weit genug unten? Ja, funktioniert. Okay, alles klar. Gut, ab auf die Erde. Und auf den Mars. Und auf den Jupiter. Und dann die mittlere Taste, bitte. Super. Da springen wir jetzt auch noch drüber. Einfach, weil es Spaß macht. So. Zack. Hi. Kommt sie da auch ran? Nee, das ist nichts. Okay. Gut. Und ab auf den Boden. Hui! Jawohl! Sollte jetzt irgendwas Aufregendes passieren? Wir müssen ja noch diese eine Taste drücken. Ja, schon gut. Die Taste, die ist noch gar nicht freigegeben. Ach, es sind vier Kombinationen, die wir ausprobieren müssen. Ist es wichtig, welche? Wahrscheinlich nur irgendeine andere, ne? Na gut. Okay, gut. Ja, raus, verlassen. Klar. Macht nichts, machen wir gerne nochmal. Ist kein Thema. Okay. So. Zack. Jawohl. Zack. Und Neptun. Zack. Und die rechte Taste. Super. Es hat Bling gemacht. Ich weiß zwar noch nicht wozu, aber es hat Bling gemacht. So, kannst du auch schneller laufen? Nö. Jetzt sollte doch eigentlich die... Ja, alles klar. Das Ding hat sich geöffnet. Drück mir drauf. Keine Ahnung, was passiert.
In your face, humans! I've been enjoying this, but I guess I'll be untying you two now. Please tell me what is going on here. All right, let's take it from the top. So this bozo walks in one night with a weird book and starts reading from it. Das kann länger dauern. Thus realizing he was singing the sequence to push the capstones in, thus yet again proving feline superiority. Anything you want to say, Buzz? I'm sorry for doubting you. Also, glad we finally found you, Peace. Well, if Father trusted you two, I guess I should too. So, yep. Where is this Baron? It seems like him and his goons are about done with what they came to do here. And they're heading over to Fishmouth. Ugh, not again. Let's head down that hatch right now. And we might still catch him before they're off. After you, ladies. Boah, echt? Mann. Das wird das Thumbnail. Looks like we're too late. The Baron's left already. And it seems he got what he was looking for. Was? Was zum... Was ist das? Was ist das? Ich erkenn's nicht. Was soll das sein? Das sieht aus, als würde man von unten in eine Schweineschnauze gucken. Wer ist dieser Baron? Who's this Baron? Why were you looking for him? What is he after? Baron Ferenczi. Just one of the many names the butcher goes by. We're both looking at the same thing here. What do you think it is they've dug out of that rock there? Ich hab keine Ahnung. Es ist, warte mal, wenn wir es vielleicht umdrehen, dann könnte es irgendeine Art von Maske sein. Nase, keine Ahnung. Ich wage es nicht zu raten. Ich kann es nicht wirklich sagen. Es ist zu dunkel. Sieht aus wie Flügel. Flügel, stimmt, das könnten Flügel sein. Ich hab keine Ahnung. I don't dare venture a guess. A huge pair of dragon wings. That's what they got away with. Nothing we can do about it now, Carrier. No end to the work. Kein Ende? Was meinst du mit kein Ende? Drachenflügel. Dragon wings. Just like in the legend, but hey, I'm prepared to believe anything at this point. What does this guy need him for? They do call him the Butcher, so I can only assume the worst. Oh, right. Hast du mich gerade Träger genannt? Hast du den Kommunikationsstörsender installiert? Ich versuch's erstmal mit Träger. Did you just call me Carrier? That seems to be your role, yes. Oh, again with this deterministic nonsense. That's a mighty big word there, buddy. The book shows you to carry it, and there's nothing you can do about it. Okay. Und wer bist du dann? What does that make you? I'm a hunter of evils. Sicher. Like your dad, huh? He's more of a protector of the other. So everyone has their little role in this production, huh? What's Kitty's then? I don't want to speculate on that. Smart girl. Okay. Der andere? The other. Olmstein is not like us. You think, or you know? Neither. I believe. Never mind. Okay, was hat es mit dem Ende des Werks? Das Necromonicum hat kein Ende? Nee, wäre auch irgendwie... fragen wir no mal. No end to the work? What does that mean, Peace? How much of the book have you read? I read a bit of it once. It made Kitty start to talk. I was frankly too terrified to examine it since. Open it at the very last page. It's writing itself. The work is just another name for the Necronomicon, and it literally has no end. Yet. Okay, noch nicht, ja. Oh, meine Güte. Yet? Nothing lasts forever, right? One can hope. Ja, das bedeutet aber doch,
Das ist, schreibt es die Geschichte, während wir die Geschichte erleben? Ich meine, dann ließ es sich ja schon beeinflussen, nicht wahr? So, wait a minute, does this mean... I don't know exactly what it means to be truthful. No one really does. What we do know is that it can change reality around it. And it might be controlled while doing so. Not by Buzz. Na, wart's mal ab. Das ist so, ja, mit den richtig platzierten Worten kann da schon einiges gehen. Hast du den Kommunikationsstörsender installiert? Was it you who installed the communications jammer? I was trying to sabotage the Baron. Much good did that do? You gave us quite the headache. Literally. Sorry, I guess? Tja, wie bist du... Was? Wieso können wir jetzt immer nur noch eins fragen? Wie bist du an Vlad vorbeigekommen? How did you get past Vlad and his DJ friend? Did you have to bust out some dope rhymes? What? No, I'm stealthy. I don't think they even suspect what I've been going on underneath them. So what's our next... Wait a minute. My phone's ringing, but we're deep underground. Everything's upside down around here. Dawn, is that you? Finally. Where the heck were you guys? I've been calling forever. Long story. The butcher was here, but he gave us the slip. We did find peace. She's here with us. Hold on, I'm putting you on speaker. Hello. Yeah, hi. So I found what was hidden in Flamel's abode. The stabilizing element. Yeah, a piece of paper with one phrase written on it. What phrase? I have it right here. One sec. A terrible storm, and three bells ringing throughout it, shall awaken the beast. Okay, ein schrecklicher Sturm, drei Glocken. Huh. A terrible storm. This freak temp is a Hurricane Herbert, if it's to be taken literally. I seem to just nearly miss it every time I get somewhere. Until one day you won't. Ja, okay. Drei Glocken. Haben wir schon drei Glocken gehört? Three bells. There's a bell in this castle. I wonder if it has anything to do with this. And there was a bell above Flamel's place where I found this. So we look for a third one, right? If awakening the beast really is what we want. Good point. Well, is it? Oh, it sounds exciting at least. I have enough excitement in my life already. Ja, okay. Sollen die Bestie erwecken? Tja, die Frage ist, ist sie gut oder böse? Oder ist das einfach nur eine Frage von, wer sie kontrolliert? Shall awaken the beast? Yeah, that part is a little unnerving. It is a little, true. I feel the same. It probably still needs to happen, right? Most likely, yes. It probably does. Whatever that means. Okay, gut, da war, das war also die Konstante von der Barnabas mir erzählt hat. Nee, eigentlich nicht. So this was the constant Barnabas told me about. The stabilizing element. If only we actually knew what that meant. The Necronomicon is ever-changing chaos. If Olmsteen wrote it down, whatever this phrase describes, will probably happen, for better or worse. This is all fine and dandy, but what do we do next? I'm convinced the butcher's left for Fishmouth, with a pair of dragon wings in tow. Fishmouth. Their evil festival should be in full swing by now. You and Kitty shouldn't be showing your faces here again. It's my turn to follow this butcher deep into Fishmouth's stinking guts. Not without looking like one of them creepy cultists, you're not. You need to see the voodoo gentleman about a disguise, Mr. Katype. The password is Fidelio. Tell him Kitty says hi. Right, kids. Head on over to my office. I'll meet you there once I'm done with the butcher. Once I'm done with the butcher. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Kapitel 6. Das Festival. Was, keine coole Musik? Gar nichts? I'd made my way to the part of town Buzz lived in, just as wretched and unappealing as the rest of Darkham. But it was dawn, and that seemed to raise my spirits a little. It was time to look for the voodoo gentleman. Das ist leicht. Das kriegen wir hin. Okay, also, muss ich eigentlich, weiß ich nicht.
Muss ich eigentlich irgendwie... Oh doch, ich habe Lust, mich nochmal umzusehen. Tut mir leid, das muss einfach sein. Hier gibt's noch zu viel zu entdecken. Nothing here. Nothing here, okay. Gut, kommen wir in seine Wohnung hinein. I don't have the time to be traipsing through dorms. Okay, gut, war nur so ein Gedanke. Nach hier kommen wir nicht weiter. Okay, gut. Dieses Graffiti. Wir hatten es schon entdeckt, wussten aber nicht wozu. There's some sort of weird resistance to the Haunter's mark, but I'm not that interested anyway. Okay. Schaufenster. Okay, das ist anders. Yes. Okay, Lunch. Was hat er denn da gerade notiert? Können wir das mal eben angucken? Ich habe mir die Fischerei nebenbei im Wohnheim angesehen, aber sie war geschlossen. Sie sollte bald aufmachen. Okay. Das Passwort lautet Fidelio. Yes, that's right. Nothing. Scheußlich als Fisch verkleideter Mensch. Who'd put this up here, Eugene? Let's just get this done. It's freaking me out. Okay. Hier hinten läuft doch ständig jemand rum. Da können wir damit nicht sprechen. Huge, looming tower overhead. Impressive. Hier könnte sich eine Glocke befinden. It's a long way down, though. Maybe some other time. That was surprisingly non-gruesome. Okay. Gut. Brücke. No resonance here. No resonance. Okay. Gut, die Christopher William Street. I lost my head over Gibbous. Was? Da taucht das erste Mal dieser Name auf, ne? Bisher haben wir noch nie von Gibbous gehört. Gibbous. Oh, ich habe immer Gibu gesagt. Gibbous ist der Name, wohlgemerkt. The portrait. It stays the same. Weird. Okay. What's up with this guy? Okay, Plakette. Ja, da ist sie. Ja, ich weiß, aber ich würde zu gern mal sehen, was es, was die Puppen sagen. Ominously rustling vegetation, right behind the fence. Okay, bon, sell me. Irgendwas Cooles, kleine Puppen. No resonance whatsoever. Okay. Die Büste. It's a bust of some tentacle mugged thing. This is what the taxpayers' money goes to. This. Ja. Okay. Nichts weiter, ne? Das müssen wir uns das ansehen. Das Taxi ist wieder da. Oh, cool. Hallo. That's my ride to Fishmouth. Oh. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Nee. Wir müssen ja erstmal zu ihm gehen. Aber wir sprechen vorher erstmal mit, hieß sie nicht Maggie? Magoo? It's a right glimmering dame sat down at that bench there. Hey there. What's a nice girl like you doing in this part of town? Charmer, huh? Not really. I try, but I get called out on it a lot. I'm Don. I'm Margot. It's nice to meet you, Don. Yeah, likewise. Got business with the voodoo gentleman? Why do you ask? Oh, I'm sorry. I'm a private investigator. I ask questions for a living. Sometimes I do it without even noticing. Just stop by to thank Fiji for, turning me on to a better path, I guess. Extra straight? No, just talk some sense into me. Let's just say I no longer want to murder my husband. Well, ex-husband now. And I got rid of my toxic lover. Ugh. Oh, well, I'm sure you deserve a good guy for a change. I'm sure I do. So, what are you doing these days? I
role with a librarian kid with a magic evil book and a talking cat. Just trying to nab this psycho who wants to bring the world to its knees. You're friends with Buzz? Did he pull a fast one on me? Well, it was for the best in the end, so tell him I said thanks. You get around, Margo. Things just happen. Hey, Don. What do you say once you're done with all that? You and me get a coffee? Oh, na ja. Ich weiß nicht, ob Sie mich besser kennenlernen wollen, Margot. Das würde mir gefallen, Margot. Ja, haben wir mitgekriegt, ob er in irgendeiner Form von Beziehung ist? Ich denke nicht. Also, das würde mir gefallen. I'd like that, Margot. Then it's a date. Catch you later, Don. Wait, how do we get in touch? I thought you said you were a detective. Smooth. See you when the world is saved, kid. Hey, der kann ja richtig nett sein. It's the Nut House. Okay, ob wir da wohl noch hin müssen? Okay, gut, vielleicht nicht. Gut, alles klar. Okay, kleines Fenster, das kennen wir schon. It's a small, half-open window in the door. Schön. Augensymbol. I see you. Boah, diese Stimmen immer, meine Güte. Okay. Morning. Password? Fidelio. Es läuft bei Hello uns. There. Greetings, Traveler. Na, war es mit dem Passwort? Ach so. Sind das nicht dieselben Dinge, die wir schon als Buzz gefragt haben? Was that password part really necessary? Oh, not this again. The voodoo gentleman, I presume. You presume correctly, sir. And you are? Katype. Don R. Katype. Friend of Buzz's. He was here a while ago. Oh, yeah. He's all right, I hope. Is the cat in the same predicament? Still a wisecracking nightmare. Yeah. That's unfortunate. Nun, also, okay. Erstmal ein bisschen Smalltalk oder direkt zur Sache kommen? Vielleicht erst ein bisschen Smalltalk. Interesting interior design choices. Why, thanks for noticing. A little eclectic, to be sure, but clients seem to appreciate it. You travel a lot, don't you? I can see you've been hitting a lot of the gift shops. Oh, no. I avoid those like the plague. Only authentic stuff for me. Shipping is a pain, though, believe you me. So, what about this Olmstein character? Buzz tells me you says he's a good friend of yours. Yes, I did say that, didn't I? It's a weird thing about Bob. What is? Well, everything. Okay, gut, ich gehe davon aus, dass er eine Art Autorität im Okkultismus ist. Wie sieht er aus? Was ist sein Problem? Ist Bob jemals unter dem Spitznamen der Metzger bekannt gewesen? Ja, boah, ich möchte alles fragen. I understand he is some kind of authority in occultism. The extent of his knowledge is splendiferous. He knows a lot of stuff about a lot of stuff, right? But it's all... I can't put it into words. He's different, Bob is. Well, that went nowhere. Ja, in der Tat. Läuft der Rest jetzt auch so? What does he look like? What's his deal? You probably won't believe me, but see here, it's strange. I've been friends with him for decades now, or at least I'm convinced I have. And yet, it's like one of those dreams where you see the person clearly in front of you, but yet when you wake, you can't for the life of you describe them. Oh, come on. I'm serious. Bob is, well, he's something else. He's the one person I can really say has changed me. I mean, in his presence, I always feel, volatile, inconsistent, vibrantly fluctuating, inevitably equivocal. So we're just listing fancy words now. Do you have a picture of him? Is he on, whatchamacallit, the social, media? I don't think I've ever seen Bob in a picture, and he's undescribable. A true mystery. Not that you'd care, but none of that helped. Like, at all. What can I tell you, Mr. Katype? Some people are just hermetical like that. Was?
Oh, du meine Güte. Okay, also ich denke, wir sollten ihn dringend mal kennenlernen. Der muss ja ein faszinierender Charakter sein. Ist Bob jemals unter dem Namen der Metzger? Has Bob ever gone by the nickname The Butcher? Oh, no, no. The Butcher? The Butcher's a horrible person, whoever he or she is. Care to expand on that subject? Not much is known about The Butcher, even in my circle. He's rumored to be into god-awful, unnatural experiments with the dead. Ugh, horrible, horrible stuff. Bob can't be The Butcher, or at least I don't think so. Hm, okay. Das hat jetzt irgendwie nicht viel gebracht. Getting onto something else. Wait, before that, there is something about you. I get this feeling that you are somehow marked. All right, I'm impressed. Yeah, I touched something called the shining The shining trapezohedron. Yet you stand here before me. So it's true. You have the Haunter's mark. Forgive me to throw such a cliche at you, but you truly are chosen. Why, thanks for noticing. Mom always said one day I'd show them all who Don Katype is. Of course, you know, with great dark powers come great dark responsibilities. Ugh, nine. Yeah, Tenebra's forces consuming and corrupting the mortal soul and all that. Not really a surprise, to be quite honest with you. Okay. Dieses Klischee musste ja noch kommen, ne? Alles klar. Wie läuft denn das Voodoo-Geschäft? So, how's the voodoo business going these days? You know, can't really complain. A possession here, a curse there. It's really picked up with all the weird cults running around lately. Yeah, gonna be digging into a lot of that soon. Okay. Das Mal des Jägers. About the Haunter's Mark, what exactly does it do? It is supposed to turn its bearer into a receptor of sorts. Great. Now I'm a receptor. A way of channeling past events that involved said object. The things we could learn about the world by employing its power. It boggles the mind. Yeah. It does sound kinda useful. Kinda like a superpower. So, I'm not complaining. Not exactly a superpower. It's a dark gift. And it may come with great personal costs. Dark or not, I like gifts. I can make my hand glow on command, too. Yeah, that's pretty rad. Okay. Gut. Ich brauche ein paar Roben für das Fischmahl. Das ist eine gute Idee. Kann der die besorgen? I'm in the need of some robes to attend the Fishmouth Festival. Think you can help out? The fest? Whatever would possess you to want to go there? Word of dispassionate advice. Don't. Those are bad, bad people, if people they be. I'm up to my neck in it. Can't really back out now. So, can you help with the robes? I sure can. You're gonna need a fine piece of silk, a miniaturized sewing machine, 3 tufts of recently shed koala fur. Was? Was? Oh nee, komm schon. Anything else? A cemetery caretaker's liver, voluntarily donated. What else? You know those fish that kind of blow up into, like, spiky spheres every once in a while? What are they called? Puffer fish? Yeah, well, one of those. Well, not for the robes. I just really always wanted one. Yeah, ich hab genug gehört. Das reicht. Das ist doch Blödsinn. Okay, I've heard enough. Don't you happen to have the actual article laying around somewhere? Yeah, as a matter of fact, I do. No. Can I just, have it? No, fetch quests or anything? Yeah, sure, why not? It was really appreciated at last year's Supernatural Society costume ball, but I doubt it would hit as hard this year. It's in the chest over there. Let me unlock it for you. Thanks, Voodoo Gentleman. You're all right. No probs, Donatello. Please don't call me that. Ooh. So, how do I look? Appropriately stupid and scary, simultaneously. Alrighty then. Thanks again. I'll be on my way. Whoa! Hold on a minute. That's not enough to get you into the festival, dude. It isn't. What's wrong? Well, don't take this the wrong way, but your smell. Was? Your smell? Der Geruch? Wir riechen noch nach Fischmaus. Mich beunruhigt vielmehr, dass er immer noch keine Schuhe anhat. I've been traveling a lot.
No, I mean, you don't stink. Oh, yeah, I knew that. But you need to stink to be let inside Fishmouth during that unholy festival. Okay. Ein paar Stinktiere mit einem Knoblauchbeet? Nee, Turnhosen, Socken? Nee. Wie Milch zwei Wochen nach dem... Ach, meine Güte. Eigentlich nur noch Fisch. Stinktiere im Klammer, Missfeierkorn? Wie Milch das zwei Wochen, das Lieblingsteppich? Naja, das mit der Turnhose. Like a gym shorts and socks stew boiling on a dung fire? Quite the vivid imagery, but no. It's more specific than that. More in the vein of... I've had hundreds of rotting fish rubbed against these robes I'm wearing. The festival seems to be a very fish-themed thing. The locals are very particular with their social gatherings. So, rub a dead fish on it, huh? Shouldn't be too hard. I'm afraid that won't cut it, Don. It really needs to be a lot of rotten fish. All right, Mr. Voodoo. Good looking out. I'll try to think of something. Later. Take care now. And take care of Buzz, too, while you're at it. Okay, na mal gut, dass da draußen ein Fischgeschäft ist, das bald öffnet, denn dann werden wir dorthin gehen können und hoffentlich die entsprechende Marke bekommen. Okay, alles klar, gut, ja, raus hier und ciao, wiedersehen. Okay, so, Omago ist schon wieder verschwunden und ich glaube, wir sollten auch mal verschwinden, wenn ich so auf die Uhr gucke. Ja, ich denke, das machen wir. Okay, ich stelle ihn hier nur ganz kurz noch. Hallo. Geh mal hin. Ah, jetzt mach das. Ich stelle ihn nur mal ganz kurz vor dem Fischladen ab. Oh, it's open. It's open. Genau, ich stelle mal Donatello. Nein, wollte er auch nicht hören. Don. Vor dem Fischladen ab, damit ich beim nächsten Mal weiß, wo wir wieder anfangen müssen, wo es weitergeht. Okay, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei Gibbes. Ich habe jetzt gelernt, es heißt Gibbes und nicht Gibu oder Gibus, sondern Gibbes. Also, auf Wiese gehen. Tschüss!